Aber hier ruckelt es doch wirklich ab und zu mal. Aber okay, wenn ich nicht hier lang gehen sollte, dann hätte mir das Spiel das sowieso schon verboten. Also muss ich vielleicht da lang. Hey, Oldtimer. Hm. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Ehrliche Arbeit. Okay, was muss ich tun? Pop your trunk. Schauen wir mal rein. Was da so unter der Haube hat. Not much here. Und ziemlich alten Reifen. Although, this could come in handy. Okay, und das können wir vielleicht in die Tür kriegen. Ow, wow. Shit. Hei, hei, hei. Kann man die Schilder da lesen? Viel. So, das mit der Tür war da hinten. Ja, funktioniert. Perfekt. So began the great dumpster heist of 1999. Der Mülltonnen-Coup, das sagt mir jetzt eigentlich gar nichts. Ah. Bevor ich das aber rausschiebe, muss ich mich hier doch noch mal ein bisschen umsehen. Vielleicht ist ja hier doch noch was Interessantes. Nö. Ja, dann schieben wir es mal raus. I'm starting to get tired of your shit, Eva. You better be worth it. Das hoffe ich auch. Ich würde auch nur ungern Mülltonnen durch die Gegend schieben. Auf, Mädel. Spuren zu sehen. Hello? Anyone? Thomas? You there? It's a duckling. Oh, den Drachen kenne ich auch noch von früher. Wenn es der ist, aber ich glaube schon, der sieht so aus. Den mochte ich als Kind. Da gab es noch so einen kleinen, der wollte immer Feuerwehrmann werden. Da gab es, glaube ich, auch eine Serie. Die habe ich gerne gesehen. Ach, da kann man jetzt nicht dran vorbei. Mist.
nicht rein? Nein. Okay, ist doch noch gut besucht. Vivien. The Neva Workers Resort. Nee, blöde Säule. Okay, noch eine Karte. Bringen einem die Karten an was, wenn man die sammelt? Wenn man zum Beispiel alle hat. Hm. Eine Taschenlampe. Und wieder eine Kette davor. Hm. Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Ich konnte doch da gerade. Calm your ass down and answer the bell. Wer drückt auf der Klingel rum? Müsste dann hier jetzt sein, oder nicht? Ist keiner da. Boah, da gruselt's ein. Nö. Das ist doch der Ball aus dem Wald schon wieder. Sie ist Trauer. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. Was hat die Kleine mit ihrem Arm gemacht? Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been. Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while? It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Anything, Marianne! I'm looking for a man.
so viele werden hier nicht vorbeikommen. Wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Wie kommen wir da jetzt schon wieder hoch? Ja, war klar. Von da sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Ne, da müssen wir in die andere Richtung. Was ist da noch? Ein Schuh. Ach, hat auch wieder so ein Echo. Thomas guy and get the hell out of here. Das war doch nicht ganz so falsch hier. Oder ich hätte es vorhin schon finden sollen. Dann gehen wir doch mal in den Gang hinter. Da jetzt weiterkommen. Ah, sie hat nichts. Okay, da haben wir irgendwas übersehen. Da waren wir ja vorhin schon dran. Da haben wir das, die Karte geholt. Hier vielleicht irgendwie ein Schlüssel oder so rum. Das ist das Gästebuch. Oder können wir da jetzt rein? Nein. Ich weiß nie, ob ich jetzt oben hinschauen muss oder unten. Moment. So, die 2 ist die Treppe, die wir nicht benutzen können. Dann haben wir da die 4. Die Aufzüge. Die werden aber nicht in Betrieb sein, nehme ich an. Und hier, dann sind da die Aufzüge. Hey, ein Elevator. Lagen wir aber doch nicht so falsch. So. Machen wir erstmal den ersten. Sadness. I wished I knew her real name. Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath and... Gut, da dürfen wir nicht raus. Okay, jetzt dürfen wir alleine hier in dieser Outer World laufen. Wir brauchen Energie. Ich renne ja schon. Ah, da unten ist was. An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. So wieder so eine Energiezelle, ne?
Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Halte B. Ah, okay, Teleport geht auch. Es hat so ausgesehen, als würden wir uns auflösen. Na gut, am Ende ist es vielleicht auch so. Warum darf ich nicht? Habe ich die Energiezelle? Ah, die muss ich vielleicht da reinstupfen. Geh doch. Gewusst wie? Zweiter Stock. Okay. Now where did she go? Okay, ich bin hier. Und soll wohin? Das hat natürlich keiner gesagt, ne? Bringt mir also nichts. Hier liegt auch nichts rum. Was ist mit der Tür? Nichts. Mit der auch nicht. Ne, müssen wir in die Richtung. Mal an der Säule außen rum jetzt. Orientierung verloren. Von da kommen wir doch. Was übersehe ich? Benutzen? Nein. Jetzt sind wir wieder hier. Ich sollte auch auf den unteren Bildschirm öfters mal schauen. Vielleicht sehe ich ja da was. Ah. Okay. What is that? Eine Motte? Was wächst ihr da aus dem Arm eigentlich raus? Geht das so? Nein. Was ist jetzt? Angriff der Killermotten. Ja, wir können nur geradeaus. Okay, aber hier müssen wir auch so einen Körper raus und ein bisschen hier erkunden. Schlüssel. Jetzt müsste ich eigentlich zurück, oder nicht? Aber ich will wissen, was da hinten ist. Ach nee, ich muss nicht zurück. Ich habe vergessen, ob ich schon weiß, wo der Schlüssel hin muss. Was ist das jetzt? Gross. Sieht wie Fleisch aus. Ist das Skin?
Der Schlüssel wieder nicht reinpassen. Nee. Kommen wir hier nicht weiter. Kann ich irgendeine Tür damit öffnen? Garantiert wieder irgendwas übersehen. Ich kann kein Schild machen. Da waren wir ja gerade eben drin, oder nicht? Ach, genau, da gehört der Schlüssel rein. Mal wieder Gänsehaut, wenn man das Geräusch hört und diese Viecher sieht. Was ist hier? Ich mag da aber nicht runter. Warum sollte Thomas hier runtergehen? So rein von der Logik her. Oh. What's that? This room. It feels cold. Memories of grief. Loneliness. Keine Ahnung, was hier rumschwirrt. An old prescription. I know these drugs. All too well. Antidepressiva, okay. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Mist. Nicht gut. Mit Geisterschild. Oh nein, wo muss ich jetzt wieder anfangen? Okay, das war dieser Raum. Das lesen wir vorsichtshalber nochmal. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Ja, ich drück doch in. Moment. Sie macht immer kurz dieses Ding, aber führt's nicht aus. Ja, wenn du es gedrückt hältst, aber das mache ich doch. Und da ist das Spiel abgestürzt. Sehr schön. Eben neu starten. Okay. Weiter. Nächster Versuch. Vorsichtshalber nochmal lesen. Und hier nochmal testen. Also ich drücke die Taste. Und sie macht nur ganz kurz diese Staubwolke. Das kann es ja nicht sein. Da verlassen wir
Körper. Shit, there are thousands of them. Wenn wir in die andere Richtung laufen. Trauriges Schwesterlein. Die macht das immer nur ganz kurz. Warum macht das doch? Warum tut sie das nicht? Die Motten der Geisterwelt sind gefährlich. Bekämpfe sie mit Geisterschild, indem du RB gedrückt hältst. Ja, mache ich doch. Sowas nervt einen dann schon wieder. Wenn man eigentlich weiß, was man tun muss, aber... Das Spiel lässt einen nicht. Ich habe nichts. So. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Ah, jetzt verstehe ich. Ich muss erst es aufladen. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out.